So, hoffen wir hier ist mal ein bisschen weiterkommen. Ah, hier war irgendwo der Händler, oder? Steht hier irgendwo Library oder Bücherei? Ah, hier ist Hello Book. Ach, das ist die Library oder was? Hier seid ihr. Ist das hier die Bibliothek? Das wäre aber ganz schön herrschaftlich so. Hier war der komische Händler. Da waren die Gänger. Da ist das Nocturne. Und da ist das Empire Arms Hotel, was ich. Ach. Mir zu präsent zeigt. Kann ich aber so bei euch vorbei? Das wäre natürlich geil. Hier liegt ein Messer. Gegenstand erhalten Messer, ja, ich weiß. Aber wieso? Warte mal. Ist das ein besonderes Messer oder was? Das ist der Flock, den wir am Strand gefunden haben. Messer. Nö, nicht wirklich. Das Schwert ist besser. Und hier klebt mir zu viel Blut. Das kann kein Zufall sein. Aber egal, ist das. Okay, was wir tatsächlich machen können, ist mal hier reinzugehen. Ich glaube, die Bibliothek ist tatsächlich das hier, wo wir nicht wirklich reinkommen. Können wir diesen Plan eigentlich benutzen? Tatsächlich. Library, das ist eine super auflösende Karte. Meine Güte, you are here. Und wir sind an der. Ja. Hm? Erstaunlich, wie ich diese Pläne so begreife. Das ist Wahnsinn. Ich bin an dieser Bushaltestelle. Der Bus ist hier in der Ecke. Ich kann ganz hervorragend Karten lesen übrigens. Ja, gut. Das heißt, die Library ist das da. Wo ich aber nicht reinkomme. Ja, gut, dann geht einmal in diesen komischen, lustigen Club hier rein. Vielleicht steht mir da noch was Cooles. Kann euch was sein? Und wenn nicht, werden wir wahrscheinlich aufgegriffen, verhaftet, was gerade, wird total gebrochen. Wir werden umgebracht, das übliche halt. Kann man schon hier irgendwie rein? Hier habt ihr nichts gesehen. Die Szene kennt ihr übrigens noch gar nicht. Guten Tag. Er ist doch ganz baff davon. Er denkt auch so wahrscheinlich. Ach nö, der ist aber ganz cooler. Ich dachte ganz kurz, dass er so wie so ein Reh im Scheinwerferlicht ist. Sie geht einfach weg. Völlig wortlos. Und ihre Zwillingsschwester geht hier rechts vorbei. Das ist fantastisch. Hallo? Ja. Das in Kombination damit, dass ich die Frau relativ ansehnlich finde, ist natürlich interessant, sage ich mal. Sehr interessant. Jetzt ist wahrscheinlich noch die Schuhe zugebunden oder sowas. Kann durchaus passieren. So, Ghoul Town. Das passt ja sehr gut. Also positive Gang... Gangposter. Also positive Bandposter hier. Das ist fantastisch. Hier ist ein Laptop, den ich ganz gerne hacken würde. Ist auch schön, dass ich auch nur als eine denke. Ja, als hacken. Komm hier durch. Hallo? Ist mich... Hallo? Achso. Hier komme ich also nicht rein. Ich speichere vorher jetzt mal ab. Ich weiß nämlich nicht, wer hier irgendwie negativ auf mich reagiert. Deswegen gucke ich mal kurz. Bist du negativ auf mich zu sprechen? I knew you talked to me. I swear you were all like totally drawn to me. I'm surprised I don't know you. I usually meet all the LA vampires out on the scene. Not a lot of you out tonight, which is weird, because I don't know of any parties going on. Bist du irgendwie komisch, sag mal? Kannst du mal aufhören, hier rumzukrakehlen, dass hier jeder Vampir ist oder was? Ich hab keine Ahnung, wovon du da redest. Das Gespräch habe ich übrigens schon mal gehabt in Santa Monica, so ähnlich mit einem anderen Ghoul oder mit überhaupt einem Ghoul. Bist du ein Ghoul? Ich weiß gar nicht, ob du ein Ghoul bist. Warst du Mensch? Warst du Ghoul? In dieser Stadt kann man sich überhaupt nicht sicher sein, dass wer hier was ist, weil die Hälfte der Leute scheint irgendwie relativ gestört zu sein, das sowieso, aber irgendwie Ghoul oder sonst wie übernatürlich, der Vampir oder dieser komische, der Henker da von neben dem Prinz Lacroix, sieht ja auch irgendwie komisch aus. Auf jeden Fall nicht menschlich. Deine Augen machen mir auch ein bisschen Angst, aber okay, also deine Augen sind auf jeden Fall auch nicht menschlich. Es könnte sein, dass du irgendwelche Verwandten im Mass Effect-Universum hast. Das nur mal so am Rande. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Oder ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Oder Vampire, ja. Oder viertens, ich weiß ja nicht, was du zu wissen glaubst, aber
Ich sag einfach mal, ich glaube, du verwechselst nicht mit jemandem. Das war jemand, der es interessiert. No, come on. No. It's totally cool. I'm Patty. Seriously, everyone knows me. Besides, I just wanted to ask you if you've seen someone. Ja, wen denn? Na schön, wen? Und zweitens, und wer ist der oder die Glückliche? Ich weiß nicht, ob die so glücklich sind, weil die ist so ein Hip-Girl offensichtlich. So, sie kennt jeden, sie hat mit jedem zu tun. Jeder kennt sie, sie ist auf allen angesagten Partys. Ich hasse sie. Ja, okay, oder? Hör zu, ich muss weiter. Na gut, ich sag mal, na schön wen. Ich bin so ein bisschen schroff, weil, ja, das passt ganz gut. His name is Kent Allen Ryan. He's a Toreador. Ja. Really good looking, dresses really well, like all Prada usually. Nein, ich kenne ihn nicht. Noch nie gehört. Zufrieden? Allen Ryan. Kent Allen Ryan. Ich schreibe einfach diesen Namen auf. Wir haben ja auch schon diverse Computerdatenbanken, auf die wir zugreifen können. Und da müssen wir gleich mal gucken, wer die ganzen Leute sind. Ich nehme einfach mal ein wunderschönes Blatt Papier, wie ich es sowieso ganz gerne mache für irgendwelche Let's Plays. Okay, hier steht schon Susanne drauf. Keine Ahnung, warum hier Susanne drauf steht. Das ist das Einzige, was drauf steht. Fantastisch, neben irgendwelchen anderen Krimskrams. Also neben dem typischen Druck des Papiers. Kent Allen Ryan. Weil ich hatte immer so viele Namen, die ich da nachlesen kann und ich kenne die aber alle nicht. Deswegen finde ich es auch nur interessante Geschichten, die mir aber an sich nicht viel nützen. So, Kent Allen Ryan, habe ich mal aufgeschrieben. Nein, ich kenne ihn nicht. Das ist richtig. Noch nie gehört, zufrieden, weiß ich nicht. Nein, ich kenne ihn nicht. Oh, well, he's pretty powerful. He's probably like too far behind the scenes for you to know about him. Maybe you know some of the people who work for him. Na schön, hör zu, ich muss los. No, don't go. I really need to find him. Really. Maybe you can ask around. Vielleicht kannst du mich auch mal wunderschön gern haben in meinem wunderschönen ranzigen Kontern schlecken. Aber ganz ehrlich, du scheinst mir eher so ein bisschen abhängig zu sein von wer ist der nochmal? Kent Allen Ryan, genau. Ich habe viel zu viel zu tun. Ja, warum sollte ich? Das ist eine gute Frage. Was? Was bist denn du für ein quengeliges Kackkind, sag mal. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du bist pathetisch. Ach du großer Gott, das war super, super übersetzt. Du bist erbärmlich, sag mal so, wie es ist. Lass mich in Ruhe, ja, du bist erbärmlich, ganz ehrlich. Ah, ich verstehe. Du bist offensichtlich ein Ghoul, wenn du mein Blut trinken würdest. Und ganz ehrlich, dass du mit irgendwelchen mächtigen Vampiren herumhängst, die ich jemals kennengelernt hätte, das war ich schon mal jetzt zu bezweifeln. Aber das ist das typische kleine Mädchending halt. Ja, dann viel Glück, Ghoul. Oder zweitens, du willst mir also sagen, ich kriege von dir keine Weihnachtskarte? Na gut, das finde ich ganz cool. Oder drittens, sprich fest leise, sonst reißt dir den Kehlkopf raus. Nee, ich mach mal diese schnippische Art zurück. So, das war's mit der Dame, glaube ich. So, kurz mal gespeichert das Ganze. Wenn wir auch festhalten. Und die Dame mit dem hellen Hintern, also mit den beleuchteten Hintern, sprecht euch gleich mal ein. Warte, warum rennst du denn weg? Ach ja, mein Aussehen. Zweitens, ich habe schon schönere Frauen als dich verjagt. Das war auch ein super Spruch. Großartig, hier müsst ihr euch direkt merken. Ich treffe dich in deinen Träumen und in den Schatten. Aber ich habe ein Herz, willst du es sehen? Ist das geil? Was für Psychosprüche. Ich hätte gerne alle genommen. Ich nehme den vierten, komm. Hey, stop right there. Ja, ist okay. Ich habe das Ganze nochmal. Ah, das war ganz schön. Ich habe ein Herz, willst du es sehen? Perfekt. Lass mich an der Bar umholen mit mir. Ich hätte ganz kurz hier, hätte nichts an. Aber gut. Barmann. Oh Gott, du bist auch so ein Hip-Kasper, ey. Ja, du guckst auch so ein bisschen psychedelisch in die Welt rein. Ja, mach das ruhig mal. Die Bardame vielleicht. Die sehr offenherzig hier steht. Corpse fluids, playing over at possession. This is confession. No more spits in my establishment. Ja. Alter, du bist sehr offenherzig. Okay,
Oh, mein Fehler, auf Wiedersehen. Stimmt, es liegt daran, weil das hier keine, weil das hier eine Maske ist. Ich glaube, ich gehe wieder, genau. Nee, ich sag mal, mein Fehler, mal Wiedersehen. Das ist cool, dass man immer so ab und zu mal solche Sprüche hat, falls man so Leute mal anspricht. Das finde ich ganz günstig, dass man sagt, ach ja, stimmt, ich habe mich irgendwie verkleidet oder irgendwas in der Richtung. Was zwar manchmal echt gekünstelt wirkt, aber ich finde das trotzdem ganz cool. Kann man irgendwie tanzen hier? Das wäre geil. Ich tanze so gerne. Und du? Du nicht. Gibt es noch irgendwas zu sehen hier? Ansonsten ist der Club bisher ja relativ unspektakulär. Ich meine, er ist ja schön gemacht. Und Dinge in der Kirche sind immer relativ gut gemacht. Kann hier oben langlaufen scheinbar, okay. Hier geht's zum Altar. Wer bist du? Okay, ein Mann, der total versonnen auf den Altar oder irgendwas da hinten blickt. Oder zur Kanzel hochblickt sozusagen. Ach hier, ich kann! Top. Ist wenn jemand anderer tanzt, ist... ich fange an zu tanzen und alle anderen hauen ab. Aber gut. Eigentlich ist das hier nicht Blowjob Girl? Guck mal. Tatsächlich. Zwei sogar von der Sorte. Jetzt bin ich in der Mitte. Ja, wer im Kreis steht, wird geschubst. Wer bist du denn? Okay, du bist also eher unwichtig. Ja, kann man hier noch irgendwas anderes machen, außer... Ich meine, man kann bestimmt irgendwie hier hoch, weil es sieht ein bisschen so aus, könnte man da hier hoch. Und man kann auch hier da oberste Tür auf jeden Fall, man kann da lang gehen. Wo kommt man da lang? Hier kann man oben lang gehen und da kann man oben lang gehen, also... So einen langen Gang, hier hoch, da runter. Da kommt man da irgendwie da hoch oder oben raus oder rein, weiß ich nicht. Ja, es gibt tatsächlich nur zwei Zugangswege. Genau, da gibt es nur einen Zugangsweg, wenn man es genau nimmt. Der da oben sich befindet. Ach, da ist das DJ-Pool, natürlich. Da oben findet sich der Weg. Ach, guck mal. Eine feste junge Dame, die in luftiger Höhe ihre Reize zur Schau stellt. Aber auch nur eine. Ne, zwei. Da kommt man also hoch oder rein. Jetzt will ich keinen anderen Weg. Ich sehe zumindest keine andere Tür. Oder Treppe. Die Musik ist übrigens gar nicht mal schlecht, muss ich mal durchaus sagen. Die spricht mich tatsächlich an. Ja, wahrscheinlich könnte man, wenn man hier reinkommt, kommt man wahrscheinlich auch wieder hoch. Das kann ich mir so durchaus denken. Und da wir aber nicht da reinkommen... Warum hast du eigentlich rote Augen? Du hast keine roten Augen, du hast glubschige Kulleraugen. Blowjob Girl, bleib mal kurz hier, ich will deine Augen sehen. Hallo, halt mal still. Ja, ist doch gut, ich weiß, ich bin hässlich. Nee, du hast... Was ist denn das? Also grau oder so. Ja gut, also kann man hier nicht viel machen. Schade, schade, schade. Dann speichern wir wieder und gehen raus. Klingt so ein bisschen nach Rammstein aufgestanden. Ist aber unbekannt bis zu doof, die Tür zu öffnen. Das wäre schön, wenn du das machen würdest. Dankeschön. Ja, ja, ja. Oh, die Blonde habe ich noch gar nicht gesehen. Ist okay. Wie viele gibt es denn von den Rothaarigen? Es ist schön, dass es wahnsinnig viele Charaktermodelle gibt hier. Bin ich immer wieder beeindruckt. Kann man hier vielleicht noch irgendwie anders rein? Ach nee, hier ist nur der. Hier kann man nur den Club wieder. Also hier in die Kanalisation gehen. Den Club waren wir ja gerade. Ja, da oben geht es irgendwo lang. Ich befürchte fast, hier müssen wir als Empire Arms Hotel. Ich bin schön, dass wir jetzt einfach so über die Straße gehen können. Ich meine, ich habe mich irgendwie auf leicht den Schwierigkeitsgrad stehen oder sowas in der Art. Nö, ist alles ganz okay. Keiner entdeckt mich, da ist der Händler, okay. Hoppala. Da kam ich gerade her. Aha. Da kam ich. Noch gerade eben nachher, aber hier ist die Tür. Doch nicht. Ich hätte ganz kurz gedacht, dass die helle Tür einfach die Tür ist, in die wir gehen müssen. Aber ich kann hier irgendwie in keine Tür reingehen. Was ein bisschen schade ist. Auch hier kann ich. Doch mal, hier kann ich rein, Skyline Apartments. Und hier ist das Empire Arms Hotel. Okay. Wollen wir es nochmal wagen? Nochmal ganz systematisch durchgehen, dass. Warte mal, welchen Hinweis haben wir zuletzt bekommen?
Los Angeles. Hannah hat sie auf Jasper Locke hingewiesen, ein mögliches Mitglied in der Pestträgerkette. Sie residiert im Empire Arms Hotel, ganz genau. Hannah. Warte mal, Hannah? Vielleicht hat Hannah ja auch einen Schlüssel. Das kann natürlich noch sein, dass Hannah schon einen Schlüssel bekommen hat von ihrem Apartment von Jasper Locke. Oder irgendein Code oder irgendwas in die Richtung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, in welchem Apartment Hannah war, aber ich glaube, sie war ganz oben. 6. Denn da sie eine Prostituierte ist oder mittlerweile war, muss man durchaus sagen, kann sie vielleicht auch einen schönen Schlüssel haben. Das kann durchaus möglich sein. Selbst hier drin höre ich das Heulen relativ laut. Wahrscheinlich findet das nur mein Kopf statt. Das ist eigentlich so Sperrholz. Fahrstuhl sieht so ein bisschen aus, oder? Darling, ich bin zu Hause. Also kurz gucken, ob es das richtige Apartment ist. Eher nicht. Wo bin ich hier? Ich glaube, ich bin ja völlig falsch. Was ist das? Stuhl. Gut. Ein bisschen Unordnung schaffen ist ganz wichtig. Damit auch jeder weiß, dass ich hier war. Ansonsten war hier gar nichts, oder? Das war eine komplett leere Wohnung. Allen Ernstes. Okay. Standardwohnung, also zumindest für diese Unterkunft hier. Das ist echt geil. Das sieht von draußen total schäbig aus, aber ganz ehrlich, man könnte sich echt hier vorstellen zu wohnen. Hätte ich keine großen Schmerzen mit. Sogar mit Fahrstuhl direkt vor die Tür, ist doch super. Obwohl er irgendwie rumpelt und pumpelt, als wäre es. Es gäbe es keinen Morgen. So, hier ist alles rot. Mit einem dicken Fernseher. Und noch mehr rot. Mein Gott. Wie schrecklich. Ja. Alle möglichen Gegenstände mal kurz weggeworfen. Ist hier noch was drin? Nein. Ich werde hier irgendwas übersehen oder sowas. Ein Glastisch. So, hier ist ein Bettchen. Hier ist ein Schlafzimmer zum Bett. Das ist echt ein Traum. Ja gut, die ist schon echt ziemlich siffig hier, aber gut. So. War das hier, wo die gestorben ist? Ich glaube es eher nicht. Aber ich kam hier mal raus, irgendwie mal. Das Ding ist noch offen. Komisch, dass das übrigens noch offen ist, ist alles andere nicht mehr. Also alle anderen Luken schließen sich ganz gerne mal. Fahren wir doch mal in die vierte Etage runter. Nee. Das ist nur ein seltsames Bild. Nee, ich will gerne unten in die 4. Moment, 4 ist dort. Rumpel die Pumpel, rumpel die Pumpel. So, hier sind wir. Ach ja, hier müssen wir irgendeinen Code eingeben. Oder wir fahren einfach in die dritte Etage und kriegen jetzt nach oben. Geht ja auch. Können wir gleich mal nachgucken, was in der dritten Etage war. Rumpel die Pumpel, rumpel die Pumpel. Passwort. Boah, habe ich keine Ahnung mehr, was das Passwort war. Ja, lass doch in die, ja, weiß ich nicht. Zweite Etage fahren. Rumpel die Pumpel, rumpel die Pumpel. Gut, hier kann ich wieder rein. Hier ist auch alles rot, das ist echt sehr stylisch geregelt. Und hier ist ja der alte Fernseher, okay. Hier lag doch gerade irgendwas, oder? Ist es gerade verschwunden? Hä? Was? Habe ich irgendwas aufgesammelt gerade? Habe ich es nicht mitbekommen? Was ist das? Ein wackeltes Foto sieht einem das Verratu aus? Ja. Lilly? Eine Geldbörse? Kanalisationsführer? Hab ich da irgendwas aufgesammelt gerade? War da irgendwas Rotes gerade? War das ein Pferd? Ich muss mir das nachher mal im Video angucken. Seltsame Welt. Sehr ordentlich hier. Mr. Milton, you know who this is, and I do hope you realize that we're still on for tonight. Meet me at the agreed upon location across from the bar by the underpass. Bring your associate, Mr. Durbin, as it is a two-man job that I am proposing. With any luck, the two of you are already on your way, and I shall see you soon. Goodbye. Ja, schon, das wäre derjenige, für den wir die Kaution, die Kautionssteller, für den wir, also, ne, das ist derjenige, für den eine Kaution gestellt wurde, den wir für die Kautionssteller sozusagen suchen wollen. So rum, das ist richtig, genau. Aber
Das ist, glaube ich, nicht das, was ich brauche. Ich gucke trotzdem mal kurz hier oben nochmal lang. Kann ich irgendwie Kartons drauf werfen? Ich kann sogar Kartons mit einem Arm schlagen. Oder, na gut, mehr schlecht als recht. Einmal noch hier hochgeguckt. Mr. Durbin, der ist nämlich, glaube ich, verstorben und oder nicht mehr hier gewesen. Alter, das ist noch siffiger als alles andere überhaupt. So, wir wollen kurz mal in die dritte und vierte Etage hoch. Das weiß ich noch. Und ansonsten hätten wir nur noch die erste Etage, die wir nochmal untersuchen müssten. So, das müsste die dritte sein. Hallo, guten Tag. Diese Lampen finde ich einerseits unglaublich hässlich, aber unglaublich hübsch wiederum. Es ist Faszination hier. Die Kamera ist wie immer dunkel, hier ist wirklich nichts. Diese Kamera ist wie immer hell, weil hier das Bad drin ist. Okay, eine junge Dame, die irgendwelche Tauben rausführt. Toll. Und Sammelteller. Es gibt, glaube ich, nichts Hässlicheres als Sammelteller. Doch, Sammeltassen. Sammelteller auf Sammeltassen. Andersrum. Sammeltassen auf Sammelteller. Hier ist ein Computer. Ich habe... Was? Ich schone deinen Bildschirm. Ach du großer Gott. So, wo sind wir hier? Premium-Kunden-Interface. Skyline Security. Safe. Was für ein Safe? Ja, weiß ich nicht. Was für ein Passwort ich habe. Ich glaube, das ist es nicht. Helpversuch mit Fähigkeit 5. Ich brauche 6. Natürlich brauche ich 6. Ich brauche immer eins weniger, eins mehr, als ich eigentlich habe. Immer eins, sodass ich mich ein bisschen geteasert fühle, dass ich irgendwie Hacken nochmal erhöhe oder irgendwas in der Richtung. Vielleicht finde ich auch hier irgendein Passwort. Was ist das hier? Ach, ein Stift einfach nur. Geh weg, Stuhl. Du machst mich aggressiv. Hier ist noch ein PC und hier ist ein... mal so eine Maus darstellen. Eine sehr vorsintflutliche, hässliche Designer-Maus. Gut, klappt hervorragend. Ist hier irgendwas unter den Kissen oder so? Das ist echt schade, dass man hier mit irgendwie gar nichts interagieren kann. Das ist echt ein bisschen traurig. Aber ich finde natürlich auch kein Passwort raus. Wie viele Hackversuche? Also wie viel? Ich habe 5. Hacken 5. Abhängig von Geistesschärfe und Computer. Möchte ich beides eigentlich ungern erhöhen. Also ich habe 4 Punkte und davon abgesehen nur übrig. Das ging sowieso nicht, aber das ist mir halt ein bisschen zu hart. Also hier muss ich vielleicht mal gucken, ob ich mal irgendwas erhacken kann. Gehen wir also nochmal eine Etage nach oben. In die vierte Etage. Vielleicht finden wir da noch irgendwas raus. So, einmal hier hoch. Hier ist doch schön. Hier war doch, glaube ich, mal ein Code. Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich drin. Obwohl mir das schon sehr bekannt vorkommt. Den Glastisch. Ach, diese Zebra-Trala-Tapete. Gottes Willen. Gottes Willen. Aber hier ist ein bisschen anders mit dem Bad. Was ist das? Ach, der Mülleimer, den ich schon hingeworfen habe. Ja gut, dann war ich hier offensichtlich schon mal drin. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ganz, ganz toll. Eine Orientierung, das ist echt ein Traum. Ja, dann... wir können echt einfach hier raus, mir gerade so ein. Muss doch kein riesen Ding draus machen. Ah, wir sind in der 5. Okay, wollten wir nicht eigentlich in die 4. gehen? Was mache ich denn hier, sag mal? Ich bin gerade total verwirrt. In der 4. waren wir gerade, oder? Ja, in der 4. waren wir gerade, genau. Ach, stimmt, wir waren in der 4. waren auch in der 3. Etage. In der 3. Etage war dieser komische Knilch, der irgendjemand treffen soll, gegenüber einer Bar bei Unterführung mit irgendjemand anderem noch mit. Wir können mal die 1. nochmal fahren. Wunderschöner rostiger Boden, vielleicht ist auch genoppt so ein bisschen. Fürs bessere Gefühl oder sowas. Na komm, na komm, na komm, na komm. Na komm. Na komm, ich bin ein sehr geduldiger Typ. Ah ja, Carolines. Tür zu. Können wir es mal speichern, habe ich glaube ich mittlerweile nicht mehr gemacht. Ich habe auch nichts erreicht, genau genommen. Ach ja, stimmt, hier war die Kamera. Ah, ich verstehe. Was haben wir hier? Wir haben hier diverse Bücher. Wir haben hier ein Bad, in dem der Mülleimer irgendwie rausgefallen ist. Das ist komisch. Das ist Magie. Was ist das? Mhm. Oh, und was ist das? Ich weiß, ich habe heute irgendwie meinen Tattring, muss irgendwie alles kaputt machen, umwerfen, umfassen.
anfassen. Hier ein Bildschirm. Das war schon sehr präsent, naja, egal. Mom's Best Brew. Was war das denn hier? Hauptmenü. E-Mail, komische Chance. Ach, das war dieser komische Reporter. Ich erinnere mich genau. Wir haben zwei E-Mails. Mal kurz E-Mail. So rum. Ja, komm, das habe ich bestimmt irgendwo mal geknackt. Achso, hat er schon geknackt. Ich, I love Haunted LA. Achso, das war der Fan, genau. Verdammter Mist, du spinnst. Nee, das hat mich, glaube ich, nicht wirklich weitergebracht hier. Kommende Shows. Nee, hier habe ich nichts mehr zu tun. Ich muss wirklich mal ins Empire Arms Hotel, so leid es mir tut. Ich muss zurück ins Empire Arms Hotel. Gut, es tut mir nicht wirklich leid, aber muss gemacht werden. Alter, hast du viel Drogen genommen. Gut, dann gehen wir mal in der nächsten Folge gleich mal ins Empire Arms Hotel. Ich fahre einmal kurz wieder runter. Hierhin. Da hin. Genau. Genau, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich dann hoffentlich im Empire Arms Hotel ein bisschen weiterkomme. Oh ja, wir sind schon ganz unten, relativ weit unten. Bis denn dann. Ciao, tschüss.